Willkommen hier aus dem TSW 4 vom Intercity Steuerwagen. Es ist mal wieder Zeit. Wir fahren den Intercity Expert mit dem Steuerwagen von TSG. Und zwar hier im TSW 4. Einer der letzten Videos vom TSW 4, würde ich mal behaupten. Da wird sicherlich noch ein bisschen was kommen, aber auch nicht mehr allzu viel. Der Release von TSW 5 steht ja schon in den Startlöchern. Das Ganze ab dem 12.09. im Early Access und ab dem 17.09. dann in der Hauptversion vom Spiel. Ja, aber solange das Ganze noch nicht draußen ist, vertreiben wir uns die Zeit, indem wir einfach mal das neueste DLC mal wieder ausfahren, den Intercity Expert. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nicht genug bekommen von der Lok, dementsprechend, beziehungsweise von dem Fahrzeug hier. Dementsprechend fahren wir jetzt hier auf Dresden-Riesa und zwar einmal von Riesa nach Dresden im Intercity. Ich weiß gar nicht, ob es hier steht. Intercity 2248. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und stecken den Fahrtrichtungswender rein und gehen mal in die Vorwärtsstellung. Dann gehen wir mal in die Störungssimulation, drücken auf die 3, um den zurückzusetzen, dann auf die 1, um die Simulation zu deaktivieren und dann auf 0, um die Störungssimulation wieder zu verlassen. Denn ich möchte heute störfrei fahren. Bremsschlüssel entriegeln. Führerbremsventil lösen wir, direkte Bremse legen wir allerdings an, haben da so ungefähr 3 Bar. So, dann müssen wir die erstmal hier diesen Fehler bestätigen und dann müssen wir noch die PZB-Zugdateneingabe erledigen. Bremsart ist dann die 9, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste eigentlich. Bremshundertstel dürfte, glaube ich. Ich überlege gerade, dürfte glaube ich 18 sein. Wobei mir schon das eine oder andere Mal gesagt wurde, dass ich eigentlich 20 eingeben müsste. Ich hab's jetzt nicht nachgerechnet. Wir nehmen die 18 an. Zuglänge, dafür müssen wir uns einmal kurz mal hinsetzen. Dann sehen wir, wir haben eine Zuglänge von 203 Metern. Das heißt also, wir runden auf 210 Metern. Also geben wir hier eine 21 ein. Und die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 200 km/h. Allerdings fahren wir auf diesem Streckenabschnitt maximal 160. Das heißt also, wir geben jetzt hier auch nur die 16 ein, schicken die Zugdaten und setzen uns wieder hin. Dann ist nämlich die PZB auch aktiviert. Die Türen verriegeln wir auch schon wieder. Genau, die Türen sind auch zu. Wir sind auch übrigens hier mit der Mod unterwegs, die ich euch letztens vorgestellt habe, wo wir tatsächlich den unmodernisierten Innenraum haben vom Steuerwagen. So, dann müssten wir, glaube ich, nur noch einmal hier rüber und noch eben die Zugspitzensignale einstellen. Die sind schon eingestellt, hervorragend. Wir kontrollieren das Ganze einmal. Jawohl, vorne dreimal weiß. Wir lösen die direkte Bremse. Und schalten Leistung auf. Sie-Fass aktiviert. Na, ist hier eine Expert-Lok. Natürlich fahren wir dann mit angeschalteter Sie-Fass. Und hinten dran schiebt die 101, die 101 110-5. Können auch mal ein Fenster öffnen. Dann geht's hier los. Wir können mit 80 ausfahren. Das heißt also, wir befreien uns auch aus dem Startmodus der PZB und fahren mit einem Zwischenhalt nach Dresden und zwar in Dresden-Neustadt. Da dürfen wir einmal kurz halten. So, die Sifa ist auch da. Störungen können tatsächlich immer noch auftreten und zwar, wenn wir Pech haben in der Lok, weil dort die Störungssimulation nicht deaktiviert ist. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass das alles soweit passen wird. So, wir dürfen auch schon jetzt gleich 120 fahren, wenn wir an der Stelle hier vorbei sind. Genau jetzt. Ich wollte gerade die AFB hochstellen auf 120. Wir haben natürlich keine AFB. Die AFB hätte sonst hier ihren Platz gehabt. Dort ist die Türsteuerung jetzt. Die AFB, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, es gibt ja immer wieder ZuschauerInnen, die neu sind. Das ist die
automatische Fahr- und Brems-, der automatische Fahr- und Bremssteller. Da stellt man eine Geschwindigkeit ein. So, wir müssen auf jeden Fall mal kurz ein bisschen reinbremsen. Oh, hallo. Da stellt man eine Geschwindigkeit ein und die wird dann auch vom Zug eigenständig gehalten. Das heißt also, es wird beschleunigt, sofern man Leistungen aufgeschaltet hat. Und es wird auch automatisch abgebremst, wenn der Zug schneller werden sollte als die Geschwindigkeit, die man eingestellt hat. Das passiert zum Beispiel, wenn es bergab geht, ne, dann wirken ja noch die ein oder anderen physikalischen Kräfte mit dazu, die dazu führen, dass der Zug von alleine schneller wird. Und auch dieser Kraft kann dann die AFB entgegenwirken. Und wir sind jetzt erstmal hier schön unterwegs. Im Sonnenuntergang in Richtung Dresden im Bundesland Sachsen. Für all diejenigen, die... Was ist das Wahlalter in Sachsen? Ich glaube, 18 wird es, glaube ich, sein. Für all diejenigen, die 18 und älter sind, bitte geht unbedingt zur Wahl, die am Sonntag ansteht. Und wählt für eure Zukunft. So. Bisschen Leistung können wir wieder aufschalten. Das ist irgendwie ganz interessant. Hier diese Lichtreflexion, die hier im Simulator ist, tatsächlich. Ist es bei mir von den Lichtverhältnissen, bei mir jetzt gerade während der Aufnahme, sehr, sehr ähnlich. Und auch auf meinem PC strahlt so ein bisschen um. Wir müssen den Hauptschalter auswerfen. So. Huch, die Zugsammelschiene ist aus, ne? Achso, okay, gut, weil der Hauptschalter aus ist. Wir müssen natürlich warten, bis der Zug einmal komplett dran vorbei ist. So, das ist jetzt der Fall. Einmal den Hauptschalter wieder rein. Das HS aus ist ausgegangen, das heißt also der Hauptschalter ist drin und jetzt müssen wir noch die Zugsammelschiene einschalten. Ups, einschalten bitte. So, ich hoffe, das wird soweit geklappt haben. Mal schauen, ob wir Leistung haben. Nee, haben wir nicht. Haben wir kurz geguckt. Bremse leuchtet dort. So, Zugsammelschiene müsste aber auch an sein. So. Ja, jetzt geht's wieder. Hervorragend. Genau, ne, also ich habe gerade bei der Aufnahme, das wollte ich noch gerade sagen, sehr, sehr ähnliche Verhältnisse wie die ihr hier gerade seht. Tatsächlich strahlt auch bei mir das Licht von der rechten Ecke rein. Das ist irgendwie gerade ein ziemlich lustiger Zufall. Ich habe euch ein paar Geschichten mitgebracht. Ich bin noch nicht wieder Zug gefahren. Und da ist mal wieder, ja, das passiert, was so im Regionalverkehr passiert, nämlich die kuriosesten Dinge, würde ich sagen. Ich saß im Zug relativ nah zur Zugtoilette und wie es scheint, war das wohl die einzige Zugtoilette, die es dort gab. Weil aus irgendwelchen Gründen sind die anderen alle ausgefallen im Laufe des Tages. Ja, weil Fahrgäste ja auch nicht unbedingt immer auf Sauberkeit oder für Sauberkeit sorgen, sie aber dann immer verlangen. Wie auch immer, ich will da gar nicht drüber spekulieren, was da passiert ist. Jedenfalls gab es nur diese eine Toilette auf dem Zug und da war schon länger ein Herr mittleren Alters drin. Und irgendwann, ja, es vergingen so 3, 4 Minuten, dann stand da eine erste Person dort, vergingen noch 1, 2 weitere Minuten, dann standen da noch mehr Leute und alle wollten halt aufs Klo. Passiert, in so einem recht vollen Zug passiert das ja, dass die einen oder anderen auch mal aufs Klo müssen, leider. Und besagter Mann kam aber auch nicht raus, ne? Und dann kam zufällig die Zugchefin vorbei und sie wurde darauf angesprochen, dass ja,
die hier schon ganz lange warten, oder ich glaube, die Zugchefin selbst hat gefragt, wie lange denn schon gewartet wird. Jedenfalls war sie nicht davon begeistert, dass all die Leute, die hier stehen. Dann hat sie ihren Schlüssel genommen und hat gegen die Zugtür geklopft. Hat er so 3-4 Mal laut dagegen geklopft und dann hörte man tatsächlich aus der Toilette heraus den besagten Mann, der sich so ein bisschen darüber beschwert hat und echauffiert hat. Hier, was ist denn jetzt los? Warum wird denn gegen seine Tür geklopft? Und dann meinte die Zugchefin in einem sehr bestimmten Ton so, ja, hier sind auch noch andere Leute, die aufs Klo müssen. Daraufhin entgegnete der Mann im Klo, beziehungsweise auf Toilette, entgegnete dann so, ja, was ist denn mit den anderen Toiletten? Es kann doch nicht sein, dass das die einzige Toilette hier ist. Daraufhin wiederum die Zugbegleiterin. Ja, wir sind in Aachen heute losgefahren, da waren noch alle Toiletten funktionsfähig, das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Sie sind in der einzigen Kabine jetzt hier drin und kommen Sie mal raus. So, keine 10, 15 Sekunden später ging dann die Tür auf und dann kam besagter Mann raus, sichtlich angenervt von der Situation und hat noch laut durch den Zug gerufen, dass es sich unter Stress auch nicht leichter, geht es auch nicht leichter, ihr wisst schon, Geschäfte zu verrichten. Woraufhin alle anderen natürlich von dieser Provokation ein bisschen angewidert weggeguckt haben. Und das war natürlich eine absolut absurde und kuriose Situation, aber man kennt das halt. Gerade im Regionalexpress kommen einem schon die sehr, sehr, sehr absurden Fälle manchmal entgegen. Ich habe das Gefühl, im Fernverkehr ist das nicht so. Hier in unserem Intercity verhalten sich alle halbwegs human. Im Nahverkehr gelten ganz andere Gesetze, ne? Also da gilt wirklich das Recht des, weiß ich gar nicht, das Recht des Stärkeren. Oder gilt da überhaupt Recht? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist Zugfahren im Nahverkehr immer für eine Geschichte gut. So, wir dürfen jetzt auch übrigens mal auf Streckenhöchstgeschwindigkeit hoch, und zwar auf die 160. Ups. Ja, und wir sollten nicht darüber hinaus. Ja, weil die PZB uns zwangsbremst ansonsten. Ja. Genau, solche Dinge würden sich halt sehr gut vermeiden lassen, wenn man eine AFB hätte, ne? Das beim Beschleunigen der Zug über die Geschwindigkeit hinaus schneller wird. Toll. Ach, wir haben natürlich eine ganz wichtige Sache vergessen. Das ist natürlich überhaupt gar nicht gut. Wir sind ja der Intercity 2248 und wir, Philister, haben vergessen, uns hier anzumelden. Zugdaten, Zugnummer 2248. Nicht, dass das Eisenbahnbundesamt jetzt den Polizeizug rausschickt, damit die uns hier einfangen. Enter und anmelden. So, Anmeldung ist erfolgt. So, in 2 Kilometern darf nur noch 120 km/h gefahren werden. Wir schauen mal, dass wir das mit der dynamischen Bremse machen.
140 haben wir schon drauf. Jetzt sind wir bei 130 angekommen. Und bei 120. Hervorragend. Wir lösen natürlich wieder. Da war, glaube ich, auch gerade der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Den haben wir erfolgreich hinter uns gelassen, ohne dass er uns rausgecasht hat. Hinten arbeitet unsere 101. Und da ist noch ein Intercity, auch mit Steuerwagen. Das ist ja das Tolle am Dresden-Riesa-Fahrplan, dass uns ja auch jetzt KI-Steuerwagen entgegenkommen. Na, jetzt habe ich aus Versehen die Leistung auf 0 gesetzt. Das sollte man eigentlich nicht machen, sondern immer warten, bis die Leistung abgelaufen ist, weil es ansonsten ein bisschen ruppig durch den Zug geht. Falls ihr nochmal genauere Informationen dazu haben wollt, wie man eigentlich diesen Expert Steuerwagen und die Expert 101 genau fährt, dann guckt euch gerne nochmal das Video on Demand an von meinem Livestream, den ich zusammen hatte mit meiner guten Freundin Maddie, die ja bei mir im Stream war, Entwicklerin von TSG ist und auch gleichzeitig Lokführerin und tatsächlich die 101 unter anderem genauso wie den Steuerwagen in Realität fahren darf. Und was wir mal machen an dieser Stelle ist ein kleiner Screenshot, denn der kam bisher noch nicht. Der muss aber auch noch erledigt werden. Ihr kennt das ganze Prozedere. Ich mag das immer so ein bisschen von da unten. Ja, Screenshots müssen immer im Grunde genommen so aufgenommen werden. Aus einer Position heraus, wo man sagen würde, in Realität wäre das komplett gefährlich und dürfte niemals so stattfinden. Das muss immer eigentlich so aussehen, als würde der Zug einen praktisch überrollen. Das sind immer die Perspektiven, die eigentlich am allerbesten meines Erachtens aussehen auf Screenshots. Moment, so vielleicht einer noch. Jawohl. So. Es wurde ja auch ein Update angekündigt für das Expert DLC, schon im Grunde genommen bei Release. Der Release ist natürlich jetzt nicht lange her. Das Update kam bisher noch nicht, aber wie mir schon mehrfach bestätigt wurde, es wird hart dran gearbeitet an dem Update. Mit Änderungen unter anderem, ne, so die ganz offensichtliche Änderung, dass der TF nach vorne guckt und nicht zur Seite raus. Aber auch natürlich dann die anderen wichtigen Dinge, die noch irgendwie gefixt werden müssen. Das DLC ist jetzt nicht irgendwie voll von irgendwelchen Fehlern und Bugs. Ne? Also insgesamt würde ich sagen, es ist einer der stabilsten DLCs bei Release, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Einer der am besten, ja, poliertesten DLCs. Natürlich nicht perfekt, das kann auch niemals der Fall sein. Perfekt ist nie irgendetwas. Aber auf jeden Fall wirklich so auf einem, dass es auf einem ganz hohen Niveau ist. Huch, ich habe aus Versehen rausgetappt aus dem TSW, kurz auf die Windows-Taste gekommen. So, dass es halt wirklich auf ganz hohem Niveau ist. So, gleich dürfen wir 160 fahren. Hinter diesen Weichen.
140 dürfen wir jetzt schon fahren. Natürlich, wenn wir den Intercity-Steuerwagen auch in TSW 5 fahren. Zum Intercity-Steuerwagen, das ist ja bereits bekannt, ist das so, für Frankfurt-Fulda wird der Steuerwagen nicht sofort im Fahrplan verfügbar sein. Das hat einfach zeittechnisch nicht geklappt, denn für den Intercity-Steuerwagen muss der Fahrplan geklont werden und nochmal neu angepasst werden, weil die TG bzw. TSG wollen halt nicht die Leute dazu zwingen, dass jetzt die 101 Experts sich kaufen müssen, sondern auch weit auch Intercities fahren können, obwohl sie nur die DTG 101 haben. Was ich auch als absolut richtig ansehe, die Entscheidung, dass es genauso auch sein muss. Das führt aber eben dazu, dass der Intercity-Steuerwagen im Fahrplan nicht sofort verfügbar ist, sondern dass halt eben nachgeliefert wird. Das liegt eben daran, man muss die Intercity-Dienste anpassen, dass halt eben dann auf der einen Seite die 101 fährt, auf der anderen Seite der Steuerwagen wieder rausfährt. Das Ganze muss man simulieren, das Ganze muss man dann testen, funktioniert das alles und so weiter und so fort. Und da ist halt eben genau die Sache, weil das Ganze eben noch Zeit braucht zum Testen und eben nicht allerhöchste Priorität hat für den Release von TSW 5, ist es eben so, dass das auf jeden Fall noch nachgeliefert wird. Aber es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass das kommen soll, kommen wird. Und da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. So, Ankündigung auf 130. So, nicht, dass wir hier zu langsam werden. Hier gelten die 130, die gar nicht, das stimmt auch gar nicht. Der Richtungsanzeiger hatte ein R drauf, das R steht für Radebeul. Ich habe das Gefühl, dass das ein Satz, den ich jedes Mal sage, wenn wir auf Dresden-Riesa fahren, kann das sein. So, Ankündigung auf 100. Können wir eigentlich hier keine... Nee, hab mich gerade gefragt, ob wir hier eigentlich einen Sonnenrollo haben. Na, ich habe nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert mit dem Hebel, dass man in den Z-Stellerbereich überführt von Auf- und Absteuerung aus. So, ab hier gelten 160 tatsächlich. Wenn wir hier mit dem Zug dran vorbeigefahren sind, gelten hier 160. Na, wobei anscheinend vorher auch schon. Können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Und lassen die 101 wieder ein bisschen vor sich her schnauben. Irgendwie kam uns bisher sehr wenig an Fahrzeugen entgegen. Kann das sein? Ich verstehe gar nicht, wieso. Oh, ja, meinen Halt zu erwarten.
jetzt zwar noch nicht angekündigt, aber das wird kommen. Daher bremsen wir jetzt schon mal leicht runter. Da vorne ist die Haltankündigung. Oh, da hat sich ein Dostoy gespawnt. Ja, wobei ist die Ankündigung für uns? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht danach aus. Wir haben dennoch in 1,5 Kilometern einen Halt. Dann müsste aber jetzt hier hinter der Kurve auch... Ja, da ist das Vorsignal, das rechte hier, das gilt für uns. Von unserem Gleishaus rechts und... Das besagt, dass wir einen Halt zu erwarten haben. Das bestätigen wir jetzt mit PZB. Wachsam. Wir sehen 1000 Hertz Leuchtmagnet. Leuchtmelder leuchtet auf. Leuchtmagnet. Und in 900 Metern erwartet uns das haltzeigende Signal. Da vorne noch mehr Dostos. S-Bahn Dresden. Oh, sogar mit einer 218 hinten dran. Ui. Damit habe ich, oder vorne dran, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste gar nicht, dass sie in den Fahrplan hinein spawnen. Das war mir nicht bewusst. Kann sein, dass er jetzt vor uns Ausfahrt hat? Wir rollen auf jeden Fall jetzt erstmal zu auf das haltzeigende Signal. Und finden dann mal gleich heraus, warum wir halten müssen. Also die 218 links von uns hat auf jeden Fall schon Ausfahrt. Wir haben noch 150 Meter ungefähr bis zu unserem haltzeigenden Signal. Daher gehen wir jetzt in die erste Bremsstellung rein. Wir rollen noch ganz leicht. Wir können eigentlich mal beim Stellwerk anrufen. Abgelehnt, okay. So, und wir halten an. Sichern den Zug mit der Lokbremse. Ah, wir sind auf der Ebene. Dann lösen wir die Zugbremse. Okay, was ist denn los? Liebes Spiel. Was ist denn das Problem? Hier ist auch ein Zug. Der wartet, weil der hier lang möchte. Aber der hat erst Ausfahrt. Ne? Sein Signal ist grün und dann macht er was? Ah, der kreuzt, glaube ich, das Gleis. Kann das sein? Oder möchte er in unser Gleis rein? Nee, das gar keine. Doch, hier ist eine Weiche. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat mit der 218 hier links von uns zu tun. Wann fährt die denn ab, ist die Frage. Finden wir das mal heraus. Moin. So, liebe 218. Wann hast du denn Abfahrt? Wir haben jetzt 17.51 Uhr. Verspätung ca. 22 Minuten. Kann es sein, dass sich was aufgehängt hat hier?
weil der vermutlich abfahren muss, aber es nicht getan hat, aus welchem Grund noch immer. Was ist, wenn wir dich entfernen? Bringt das was? Ja. Ah, schaut an. Genau, der hat sich irgendwie aufgehängt, der ist dann nicht mehr weitergekommen. Und der musste, glaube ich, eigentlich auf unser Gleis. Das war jetzt ein doofer, natürlich ein bisschen unrealistisch von uns, den einfach da rauszulöschen. Aber ich glaube, da hat sich einfach gerade was im Fahrplan aufgehängt. Wobei das. Ja. Ja, der kann jetzt auch fahren. Sehr gut. Wir müssen natürlich unter 25 bleiben, weil wir in der Beeinflussung sind. Und ich sehe jetzt tatsächlich oben links die Geschwindigkeit nicht mehr. Also irgendwas ist gerade dem TSW, hat ihm gerade überhaupt gar nicht gepasst. Ich sehe meine Geschwindigkeit nicht mehr. Ich sehe auch nicht mehr das, wie viel ich fahren darf. Moment mal. Einstellung hat. Hat Zielentfernung 1, 2, 4. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Jetzt machen wir wieder die 2. Nö, nee, unser Hard ist weg. Und mein TSW ist abgebrochen. Okay, ich blende mal kurz meinen Pausenbildschirm ein. Okay, ich weiß nicht, wie das passiert ist und warum. Dem werde ich nachgehen. Vielleicht hat es mit irgendeiner Mod zu tun. Anscheinend ist mein Simulator abgebrochen, aber das war jetzt auch schon ziemlich spanisch, wie man in Spanien sagen würde, was hier da vonstatten ging. Daher verabschiede ich mich leider schon etwas früher als ursprünglich geplant. Bedanke mich aber trotzdem soweit fürs Zuschauen und werde mal gucken, dass ich den Crash weiter verfolge und herausfinde, was da passiert ist. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao und auf Wiedersehen.